Grüße. Dies ist eine alte Karte von Tartarie. Wurde das antike Königreich Tartari mit dem Venuskult in Verbindung gebracht? Der erste bekannte Tempel der Venus wurde von Q. Fabius Gurgis in der Hitze eines Kampfes gegen die Samniten der Venus Obsequens, Werkebände Venus, gewidmet. Es wurde 295 nach Christus eingeweiht. C. in einem Ort in der Nähe des Aventin-Hügels. Und angeblich wurde es mit den Geldstrafen finanziert, die römischen Frauen wegen geringfügiger Sexualverbrechen auferlegt wurden. Ihre Riten und ihr Charakter wurden wahrscheinlich von den griechischen Aphrodite-Kulten beeinflusst oder basierten darauf, die bereits in verschiedenen Formen in der gesamten italienischen Magna Graeca verbreitet waren. Sein Einweihungsdatum verbindet Venus Obsequens mit dem Vinalia Rustica Fest. Diese Zeiten können mit den Zeiten von Tartarie und die Länder Griechenlands mit den Ländern von Tartarie in Verbindung gebracht werden. Entschuldigung trotzdem. Bitte kommentieren Sie Tartarie. Im Jahr 217 v. In der Anfangsphase des Zweiten Punischen Krieges mit Karthago erlitt Rom eine katastrophale Niederlage in der Schlacht am Trasimenischen See. Das sibyllinische Orakel schlug vor, dass Karthago besiegt werden könnte, wenn die Venus von Eryx, Venus Erycina, Schutzgöttin der sizilianischen Verbündeten Karthagos, dazu überredet werden könnte, ihre Loyalität zu ändern. Rom belagerte Eryx und versprach ihrer Göttin einen prächtigen Tempel als Belohnung für ihre Desertion. Sie nahmen sein Bildnis auf, brachten es nach Rom und stellten es in einem Tempel auf dem Kapitolinischen Hügel auf, als einer der zwölf die Roms zustimmte. Von ihren offenkundigeren karthagischen Zügen befreit, wurde diese, fremde Venus, Roms Venus Genetrix, Venus die Mutter, römische Tradition, die Venus zur Mutter und Beschützerin des trojanischen Prinzen Aeneas, Vorfahre der Römer, bis zu den Römern machte befürchteten, dies sei die Rückkehr einer alten Göttin zu ihrem Volk. Bald darauf bestätigte die Niederlage Roms über Karthago den guten Willen der Venus gegenüber Rom. Ihre Verbindungen zu ihrer mythischen trojanischen Vergangenheit und ihre Unterstützung für seine politische und militärische Hegemonie. Hey, frag, wurde die Venus mit Menschenopfern verehrt? End ihr Tartarie Dämonen. Der kapitolinische Venuskult scheint den Römern mit dem höchsten Status vorbehalten gewesen zu sein. Ein separater Kult der Venus Erycina als Fruchtbarkeitsgottheit wurde 181 vor Christus gegründet. C. In einem traditionell plebejischen Viertel am Rande der heiligen Grenze von Rom. In der Nähe von Hillgate. Der Tempel, Kult und die Göttin behielten wahrscheinlich viel vom Charakter und den Riten des Originals bei. Ebenso ein Schrein für Venus Verticordia, Venus die Herzwechslerin, der 114 v. Aber mit Verbindungen zu einem alten Venus Fortuna Kult war sie, an das besondere Milieu des Aventin und des Circus Maximus gebunden. Im Gegensatz zu ihrer aristokratischen Kultivierung als stoische und epikureische, totale Göttin. Eine andere Frage zu Venus ist diese. Hat die gemeldete Schlammflut in Tartari eine Verbindung zur Venus? Gab es einen Konflikt? So. Weitermachen.
Gegen Ende der Römischen Republik behaupten einige prominente Römer die Gunst der Venus. Der General und Diktator Sulla nahm Felix, glücklicher, als seinen Nachnamen an. Um seine Schuld gegenüber dem vom Himmel gesandten Glück und seine besondere Schuld gegenüber Venus Felix für seine außerordentlich erfolgreiche politische und militärische Karriere anzuerkennen. Sein Schützling Pompeius wetteiferte um die Unterstützung der Venus. Weihte Venus Victrix einen großen Tempel als Teil seines verschwenderisch dekorierten neuen Theaters und feierte ihren Triumph im Jahr 54 v.C. mit Münzen, die sie mit Triumphlorbeer gekrönt zeigten. Pompeius, ehemaliger Freund, Verbündeter und späterer Gegner, Julius Caesar, ging sogar noch weiter. Er forderte die Gunst von Venus Victrix für seinen militärischen Erfolg und Venus Genetrix als persönliche göttliche Vorfahrin, anscheinend eine lange Familientradition unter den Juli. Als Caesar ermordet wurde, übernahm sein Erbe Augustus beide Aussagen als Beweis seiner angeborenen Eignung für das Amt und der göttlichen Billigung seiner Regierung. Augustus, neuer Tempel für Mars Ultor, göttlicher Vater von Roms legendärem Gründer Romulus, hätte diesen Punkt unterstrichen. Mit dem Bild des rächenden Mars, fast sicher, begleitet von dem seiner göttlichen Gemahlin Venus und möglicherweise einer Statue des Verstorbenen und Vergötterten. Beenden. Vitruv empfiehlt, dass jeder neue Tempel der Venus nach den Regeln der etruskischen Haruspices errichtet und, in der Nähe des Tores, der Stadt gebaut werden sollte, wo es am wenigsten wahrscheinlich wäre. Die Matronen und Jugendlichen mit dem Einfluss der zu kontaminieren. Lust. Anführungszeichen Punkt. Erfindet den korinthischen Stil, schlank, anmutig, bereichert mit dekorativen Blättern und gekrönt von Rankenwerk. Passend zum Charakter und zur Veranlagung der Venus. Nimmt außerdem die Wahrheit über Venus und Tartarie zu. Punkt. Es war der größte Tempel im antiken Rom. Hallo. Das war's erstmal. Melden Sie sich für die besten Karten und für die Liebe zu Tartarie an.